Take Thomas mit Boss auf, honey. Der erste Season to be Johnny. Sind wir schon Weihnachtslieder? Warum auch nicht? Ist ja schon September. Wird immer noch bescheuert, dass Käsefondue scheinbar als ein weihnachtliches Essen zählt. Aha. Weil man kriegt den Scheiß irgendwie nur zu Weihnachten. Silvester, dachte ich eher. Aber generell halt so erst im späteren Teil des Jahres. Ich finde Käsefondue immer geil. Ich bin ja eher für Raclette. Der Käsefondue ist... Ich habe noch nie Käsefondue an Weihnachten oder Silvester gegessen. Ich habe generell noch nie Käsefondue gegessen. Ist geil. Hart geil. Besser als Raclette. Hängt davon ab, wer das Raclette aufstellt. Und was für Zutaten er hinstellt. Ach, russisches Raclette. Man kann alles in Käse einlegen. Das ist ja auch das Konzept des Käsefondues. Ne, das Raclette. Ja, bei Käsefondue nimmst du es direkt und steckst es in den Käse. Ja, Raclette legst bei Raclette machst du es in die Pfanne. Und du wächst es erstmal. Wo? Na, Tintenfisch mit. mit Raclette. Also richtig schönes Schweizer Käsefondue. Habe ich mir jetzt erstmal bei Amazon einen großen Haufen geholt. So einen schönen. Ich hab. So schönen Maßriegel. Käse. Ich habe mir bei Amazon 2,5 Kilo Käsefondue gekauft. Mhm. Kannst du nicht einfach normalen Käse aus dem Supermarkt schmelzen? Das muss schon eine bessere. Das ist, für Käsefondue brauchst du schon eine bestimmte Zusammensetzung. Das ist nicht einfach nur Käse. Aha. Da sind auch noch spezifische Gewürze und sonstiges dabei. Mal gucken, Rezept für Käsefondue. Jetzt wird hier Käse gelabert. Käse von sprichwörtlich. Fondue Rezept. Aha. Und jetzt kommt ein Dach auf. Ja, ja. Ja, Baguette, das ist logisch. Eine Knoblauchzehe, je 200 Gramm Greyerzer, Schweizer Emmentaler und Vacherin Fribourgeois. Bitte was? Dann 300 Milliliter trockener Weißwein, ein gehäufter Teelöffel Speisestärke, 2 Esslöffel Kirschwasser und abgewürzt mit Pfeffer und Muskat. Und das im Endeffekt eigentlich alles zusammenkloppen und ja, fertig. Die Sachen gibt's. Stärke und Kirschwasser verrühren und damit die Käsecreme leicht binden. Käsefondue unterrühren, ca. 2 Minuten kochen mit Pfeffer und Muskat würzen. Käsefondue auf das Rochot stellen und Brotwürfel und gewünschte Beilagen dazu servieren. Aha. Wieder was dazu gelernt.
Wir haben es übrigens 36, aber okay. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen. Machen wahrscheinlich eh bis Mitternacht. Jeep, jeep. Wollte eigentlich aufhören, aber was Ja, soll's? Er schaut Minecraft. Ich muss dann auch noch Abendbrot essen. Was ist denn, wenn nicht schlecht? Jetzt, wo wir von Raclette geredet haben, ich meine Fondue, gutes Zeug. haben wir beides von geredet. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich hatte heute noch Spaghetti von gestern übrig. Spaghetti von gestern, auch ein gutes Rezept. Ja, für Spaghetti von gestern dürfen die Spaghetti nicht von heute sein. Was? Ich Ja, dachte. das machen viele Leute den Fehler. Wirklich? Wie können die nur? Aber halt so richtig schön. Eigentlich so diese klassischen Billigpackungen Spaghetti Napoli vom Aldi. Aber dann halt die Soße komplett nochmal selbst nachgewürzt. Mit frischen Gewürzen und Kräutern. Oh, ist das geil. Und dann noch Chili-Flocken rein, damit es auch noch schön scharf im Abgang ist. Manchmal verfluche ich mich, dass ich kochen kann. Ich nicht, weil ich kann nicht kochen. Tja, solltest du vielleicht einfach mal lernen. Das wird nichts mehr in diesem Leben. Faule Ausrede. Jeder kann kochen, wenn er es drauf anlegt. Obwohl Cordon Bleu habe ich schon mal angebrannt. Ja gut, Dinge anbrennen ist jetzt keine große Kunst. Das kann jeder. Dafür stellst du dann einfach einen Timer. Auf geht's, neue Show, Kochshow mit Zwergi. Auf gar keinen Fall. Willkommen zum ersten Video. Heute bereiten wir einen Fugu-Fisch traditionell zu. Genau. Es war dann wohl die letzte Folge. Meine letzten Worte sind dann Lasten-like Nee, Glocke aktivieren. da. Ja gut, ich bin nicht optimistisch, wie weit du kommst, darum Lasten-like da. Aha. Ich bin optimistisch, dass ich bis zur Glocke komme. So. Nee, nicht so. Anders so. So hier. So. So. Haben wir gleich. Playlist ist wahrscheinlich schon seit einer Stunde aus. Hast du nicht mitbekommen? Ist ja auch kein Chat da, der mir das sagen könnte. Tja. Bei mir ist der Eingang irgendwie schmaler. So ist das.
das Leben. Manche mögen's eng. Was? Ja. So, dann muss ich mich da noch hochbauen. Ei, ei, ei. Sehr dekorativ. Eine Nische. Eine Nische. Okay. Ich sehe, was zu tun ist. Und dann habe ich es, glaube ich, zu schmal gemacht. Wenn das so soll. Was machen wir denn da? Tanzen. Wie sehr zu schmal hast du es denn gebaut? Sehr zu schmal. Ups. Joa. Guck mal grad. Tja, also. What the fuck, Mann? Wie viel Schaden halten diese Schuhe ab? What the fuck? Eine Tür. Ich bin gerade knapp 25 Blöcke runtergesprungen und hab keinen Schaden bekommen. Nicht mal ein halbes Herz abgezogen. Einfach nichts. Das kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. Tür dahin. Was ist das hier für ein Berg? 7 Falltüren. Oder auch nicht. Oh fuck. Verschluss. Jetzt habe ich Bock auf Käsefondue, Gott verdammt. Putz. Hier muss noch Holz hin. Und da haben wir eine Eiche. Ich hatte die Woche schon Käsefondue und jetzt will ich nicht noch schon wieder eins machen. Ah. Dann mach nicht noch eins. Aber ich hab schon Bock drauf.
Du musst dich entscheiden. Das muss ich wohl. So. Ich wollte hier noch den Eingang zu Ende bringen. Da ist zwar noch die Seite offen, aber andere Seite kann ich zumindest. Aber zumindest halbwegs mit einem abgeschlossenen Ding. Rausgehen. Aha. Und eine Tür hin. Ei, ei, ei. Ei, 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 Kartoffelbrei. Ach du Scheiße. Meine ist ja auch noch viel. Die Kirche ist ja noch viel höher. Ich hab's vor allem. Ich hab's. Dadurch ist es auch so schmal. Dass ich es in die Höhe gezogen habe. Ich hab's übertrieben. Höher und schmaler gemacht. Mhm. Exakto. Falcho. Aha, sechs Wurz. Höher und schmaler gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt haben wir den Verfallton. Verstehe. So nicht. Ich verbaue mich immer. Ein Schinken. Ping. Was heißt der Ping? Hast du ihn gepinkt? Ich wurde gepinkt. Wieso wurde es gepinkt? Dann verpinkt dich hier. La Ping-Pong.
So, machen wir noch den Eingang zu. Damit wir das noch haben heute. Oh shit. Ich verbaue mich. Was ist wunderschön? Ich schicke dir das Bild. Man weiß nicht so ganz, welchen Fandom man zuordnen soll. Mhm. Jupp. Okay, kann halt leider nicht drauf reagieren. Dir auf Discord geschickt. Aha. Sind Stufen hin. Und ist da. Verstehe. Blöd, dass nur noch zwei Stufen habe. Ich hab noch Schinken, falls das hilft. Ich glaube nicht, dass das hilft. Rohes Rindfleisch. Schinken. Nö. Wie soll das bitte gehen? Genau andersrum. Seufz. Ich baue ein Holz. Ein sehr düsterer Eingang. Hier kann man ja irgendwann noch Gemälde anbringen. Oder ähnliches. Das letzte Stück, was mir noch fehlt. Ja, da kommt definitiv noch irgendwann ein Gemälde hin oder so. Irgendwas Tolles. Hoffmacht Villager Sounds. Hä?
zum Villager mutiert. So, das haben wir jetzt. Sehr toll. Ja, sehr schön. Guck mal her. Man geht durch die Tür und ja. Man geht durch die Tür, erwartet sich irgendwas und sieht hier diesen schönen großen Eingang. Geht da hindurch. Und ja. Daran müssen wir dann noch arbeiten. Aber ich würde mal sagen, ab auf die Mauer. Prof. Lass uns das Ding hier beenden. Ajo. Slash home. Oh, mein Mitbewohner ist gerade reingekommen. Mauer. Schöne Grüße. Na, komm mal hoch hier. Ich komme hoch, ja. Können wir Schluss machen. Du. Yay. Da sehen wir das Stückchen. Kirschending. Und nichts von meinem Keller. Ja gut, dein Keller ist natürlich unterirdisch, wie die meisten Keller es zu tun pflegen. Unterirdisch, deine Baukünste hier. Na dann. Dann sage ich schon mal für YouTube. Schön, dass ich das immer zum Schluss sage. Nach den 5 Stunden Aufnahme. Hast du jetzt meinen Mitbewohner richtig gesehen? Er steht im dunklen Flur und tanzt vor sich hin. Ja, da bin ich nach oben. Ein Ohr ist doch gefallen haben. Lass ein Abo da, Glocke aktivieren. Haut da rein. So, aber in 5 Modus. Deswegen habe ich den Kopfhörer hier erst runtergemacht und geguckt. Fleisch. Na dann. Ich bin dann auch mal weg hier. Ja. Also dann, dir noch einen schönen Abend, Nacht, gute Nacht. Irgendwas davon. Ja. Bis dann und ciao. Kirikus hat das Spiel verlassen. So, dann schicke ich euch auch gleich in den Warteraum. Jura. Da habe ich noch keinen rumgesetzt bei der Kirche. Falls es überhaupt noch geht, muss ich zu Fuß hinlaufen. Na dann. Danke ich mich fürs Zuschauen. Auch an alle, die aktiv waren, zugeschaut haben. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Kirche. Der muss noch weiter zu Ende gebracht werden. Ein bisschen ist noch. Das grobe Ding steht, aber ein Turm kommt noch oben drauf. Kleines Türmchen. Und das ganze Innenleben noch. Und der Eingang muss durch auch noch ein bisschen ausgeschmückt werden. Ja, hier haben wir's. Ihr seht das. Und was entstanden ist. Joa. Sure.